Jesus stieg auf einen Berg und lehrte die Volksmenge. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ihr sollt nicht töten bedeutet, wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, soll schon gerichtet werden. Ihr sollt nicht Ehe brechen bedeutet, wer eine Ehefrau nur ansieht, um sie zu begehren, hat schon Ehebruch begangen. Ihr sollt überhaupt nicht schwören. Wer dich bittet, eine Meile zu gehen, mit dem gehe zwei. Liebet eure Feinde, denn Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse. Und wenn du Almosen gibst, so lass deine rechte Hand nicht wissen, was die linke tut. Und wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein und bete zu Gott im Verborgenen. Ihr sollt nun so beten, unser Vater im Himmel. Und wenn ihr fastet, so tut es so, dass es die Leute nicht merken. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, sondern im Himmel. Das Licht des Leibes ist das Auge. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Sorget euch nicht. Betrachtet die Vögel des Himmels und die Lilien des Feldes. Gott versorgt sie mit allem. Trachtet ihr zuerst nach Gottes Reich, dann werden euch alle anderen Dinge hinzugefügt werden. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken in deinem Auge siehst du nicht? Werfet eure Perlen nicht vor die Schweine. Bittet, so wird euch gegeben. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das sollt auch ihr ihnen tun. Der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und nur wenige finden ihn. Habt Acht vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wer nun diese meine Worte hört und sie tut, der ist zu vergleichen mit einem Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Und als Jesus diese Rede vollendet hatte, stieg er vom Berg und eine große Menschenmenge folgte ihm, denn er lehrte sie mit Vollmacht.